Hallo und ein weiteres Mal willkommen in Steffs Spielezimmer, diesmal mit Jenny an meiner Seite und natürlich mit Steff. Und wir spielen heute etwas besonders Niedliches, nämlich Maus und Mystik, bei dem ich sofort absolut an Mausguard denken muss von der ganzen Aufmachung her. Ja. Und allein schon, weil man heldenhafte Mäuse spielt. Dem kommt es, glaube ich, schon ziemlich nahe. Bloß, dass die Grundgeschichte von Maus und Mystik ist, es sind nicht von Natur aus Mäuse gewesen, sondern sie werden von Menschen in Mäuse verwandelt. Aber darum geht es, glaube ich, im ersten Kapitel. Ist es relativ storylastig, so was ich das genau verstanden habe? Man spielt quasi eine gute Nachtgeschichte nach, die ein alter Mäuserich seinem Sohn erzählt. Und so wird auch jedes Szenario, das man spielen kann, mit einer kleinen Einleitungsgeschichte begonnen und endet mit einem Ausgang, mit einem Epilog. Zwischendrin gibt es dann auch Vorleseszenen. Und was sehr schön ist, der Heidelberger Spieleverlag, von dem das Spiel ist, produziert auch gerade ein recht aufwendiges Hörspiel, wo diese Vorleseszenen vertont sind, sodass man nicht selbst vorlesen muss, sondern dann in Zukunft einfach den zuständigen Track abspielen kann. Also es ist wirklich mit mehreren Sprechern und Musikuntermalung, klang schon sehr stimmungsvoll. Ja, dann würde ich mal sagen, walte deines Amtes. Ja, aber ich denke, bevor wir beginnen, wir haben mehrere Helden. Das sind klassische Adventure-Abenteuer-Helden. Da wir alle drei Helden haben, spielen wir auch gemeinsam gegen die Regel des Spiels. Richtig. Ich habe zum Beispiel Finger, einen gewitzten Strolch, also einen Schurken. Ich bin Maginos, der Mystiker. Also ein Zauberer. Ich spiele Colin, den Anführer unseres kleinen Trupps. Ja, und das Abenteuer, das wir spielen, stammt aus Buch 1, Trauer und Erinnerung. Buch 2 wird wohl Anfang des Jahres demnächst erscheinen. Es gibt auch schon so kleine Zwischenkapitel. Und wir sind jetzt aber in Buch 1, erstes Kapitel, Flucht nach Borkenheim. Prinz Colin und seine Gefährten betrachteten staunend ihren neuen, winzigen Körper, die in Mäuse verwandelt wurden, und die einst so vertraute Burg, die sich nun um sie herum erhob, wie das Heim eines Riesen. Maginus holte sie harsch zurück in die Gegenwart. »Wir müssen sofort hier weg«, zischte er. Schnell flitzten die fünf auf samtweichen Pfoten durch die Gitterstäbe der Zelle. Sie liefen unter dem Stuhl einer schlafenden Wache vorbei, auf den großen Sack zu, der neben ihr an der Wand lehnte. Darin befanden sich die Waffen und sonstigen Gegenstände, die Hauptmann Kram und seine Mann ihnen bei der Festnahme abgenommen hatten. »Nehmt euch eure Sachen«, flüsterte Maginus, als er und Tilda den Sack öffneten. »Ihr müsst die Dinge klar und deutlich als eure benennen, aber seid nicht zu laut.« Prinz Colin sprang in den Sack und fand bald sein Schwert, das nun natürlich viel zu groß für ihn war. »Dies ist mein Schwert«, flüsterte er, und sofort schrumpfte das Schwert auf seine Größe herunter. Bald hatten Colin, Tilda, Rex und Maginus ihre Waffen und sonstige Ausrüstung gefunden. Als sie wieder aus dem Sack kletterten, sahen sie Finger, wie er grinsend einen neuen Dolch mit dem Schwanz umklammert hielt. »Wo hast du denn den her, du kleiner Gauner?«, wollte Rex wissen. Finger deutete mit dem Daumen auf die schlafende Wache. »Er wird ihn nicht vermissen«, sagte er. »Oder willst du hochklettern und ihm wiedergeben?« »Das geht nicht«, sagte Maginus. »Der Zauber ist gewirkt und unsere Sachen sind jetzt ebenso unwiderruflich verwandelt wie wir.« Da erscholl auf einmal ein lauter Ruf aus der Zelle, aus der sie gerade geflohen waren, sodass der Wächter aus seinem Schlummer hochschreckte. »Schnell zur Kanalisation«, wisperte Maginus. »Mäuse«, schrie der soeben aufgewachte Wärter und fügte dann hinzu. »Momentchen! Mäuse! Die sind Mäuse!« Die Gefährten sausten zum Kanalgitter, als ein plötzlicher Aufschrei hinter ihnen sie abrupt innehalten ließ. Als sie sich umdrehten, sahen sie mit Schrecken, wie die Gefängniswärter sich verwandelten und schrumpften. »Vanestra«, rief Prinz Colin, »sie weiß Bescheid.« Vanestra ist die Bösewichtin. Genau. Das brauchen wir. Unser Ziel ist es, in den Burghof zu gelangen. Dann haben wir gewonnen, also wenn wir alle Gegner im Burghof besiegt haben. Und verloren haben wir, wenn der Sanduhrzeiger das Kapitelende erreicht hat. Das bewegt sich fort, wenn zum Beispiel eine Maus gefangen genommen wird
oder wenn einmal das Käserad voll ist, dass die Gegner aufdecken. Käse. Die wichtigste Ressource. Genau. Ansonsten ist es wichtig zu wissen, wir haben ja auf dem Spielfeld blaue Durchgänge. Also immer wenn blau an blau, können wir durch. Wenn nichts angrenzt, können wir es nicht passieren. Oder wenn zwei unterschiedliche Farben aneinander liegen. Und können kommen wir dann von hier überhaupt woanders hin? Auf diesem Spielfeld ist ein Symbol, wenn wir darauf ziehen und das, die Karte dann drehen, gehen wir quasi eine Etage tiefer in die Kanalisation. Ah. Können wir allerdings erst, wenn wir alle Gegner auf dem Spielplan besiegt haben. Dann können wir neue Gebiete vordringen. Fangen wir mal an. So, wer fängt an? Das wird bei dem Spiel per Initiativkarten festgelegt. Jeder von uns, auch die Gegner, haben Initiativkarten, die hier auf der Uhr oder auf der Spielstandsanzeige aufgedeckt werden. Marginus beginnt das Spiel, gefolgt vom Finger. Dann kommt Colin und dann dürfen die Rattenkrieger ziehen. Und ich glaube, damit kriegt Colin direkt Käse. Genau. Denn das Colin, ist eine Fähigkeit. Colin hat eine Sonderfähigkeit, der ist der geborene Anführer. Und wenn er mal nicht als erstes drankommen darf, kriegt er dafür als Entschädigung einen Käse. Was hat mit dem Käse auf sich? Wenn man ein Käserad komplett kriegt, also 6 Käsestückchen vor sich hat, darf man eine Stufe aufsteigen, sich eine neue Fähigkeit suchen oder man gibt Käse auf, um eine Sonderfähigkeit auszulösen. Bei Marginus wäre es zum Beispiel ein Zauber und bei mir wäre es zum Beispiel, ich dürfte gezielt nach Sachen suchen. Mhm. Gut. Und Colin kann uns inspirieren für 2 Käse. Genau. Dann fange ich an. Du würfelst einen Würfel. Hast eine 1 und zählst das jetzt zu deinen Bewegungspunkten dazu. Das heißt, du darfst dich 3 Felder weit bewegen. Muss ich mich erst bewegen und kann dann eingreifen? Oder? Du kannst es aufteilen. Ich würde nämlich als erstes auf die Ratte meinen Zauberstab schwingen, gehen gegen die Ratte. Der kann jede Ratte, also jeden Gegner im selben Raum angreifen. Genau, Sichtlinie ist hierbei wichtig. Es gibt halt auch Gegenstände, die mal die Sicht blockieren können. Aber das ist da nicht der Fall. Na dann. Oh. Ich stelle mir das sehr süß vor. Und ich habe jetzt zwei Treffer erzielt. Die Ratte hat einen Verteidigungswert von 2, darf also 2 Würfel werfen, könnte einen blocken, kriegt aber immer noch einen Schaden. Und das reicht, um die Ratte zu erledigen. Allerdings hat die Ratte einen Käse gewürfelt. Das heißt, es kommt ein Käsestück auf die Uhr. So, und jetzt dürftest du dich noch bewegen. Ja, die Ratten können sich ja gleich auch bewegen. Ja. Dann bewege ich mich mal hier hin. Die Ratten werden sich sogar bewegen, weil es Nahkämpfer sind. Sind sie bestrebt, in unsere Nähe zu kommen. So, dann bin ich dran. Der flinke Finger darf sich 4 Felder weit bewegen und er würde die Ratte angreifen. In dem Fall würde Jenny jetzt die Verteidigung übernehmen. Ich würde einmal treffen und würde einen Käse bekommen. Kann allerdings einmal blocken, das heißt, dein Treffer geht daneben. Gut, aber ich bekomme trotzdem einen Käse, da ich ihn gewürfelt habe. Gut. Dann wäre jetzt Colin dran. Halt, ich habe jetzt so flink den Würfel abgenommen. Zu schnell. Ja. So. Durch Colins Schwert. Moment, erstmal bewegen. Der möchte schon so schnell da vorne hin. 2. Und gesetze ich zu Finger dazu. Dann würde jetzt Mairi die Verteidigung übernehmen. Du triffst einmal. Yep. Und die Ratte kann verteidigen. Das ist eine ziemlich zähe Ratte. So, jetzt sind die Ratten dran. Jetzt gucken wir erstmal. Die Ratten bewegen sich 3 Felder weit. Die Ratte zieht zu uns aufs Feld. Und die würde zur nächstgelegenen Maus. Und passt das? Ich muss kurz überlegen. Das ist ja eigentlich ist das ein Hindernis. 1, 2, 3. Ja, gut. So. Da kommt's dran. Gut. Die erste Ratte greift mich an, weil ich zuoberst auf der Aktionsleiste bin, würde Jenny mich angreifen. Mit 2 Würfeln? Mit 2 Würfeln, genau.
Würde auch zweimal treffen. Ich kann nicht verteidigen, muss also zwei Treffer hinnehmen. Du bist fast tot, Finger. Nein, das ist das Schöne. Bei dem Spiel wird man nicht getötet, sondern nur gefangen genommen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt alle Lebenspunkte verliere, kann ich wiederkommen, wenn alle Gegner weg sind. Mhm. Ihr könnt mich dann automatisch befreien. Die zweite Ratte würde jetzt Colin angreifen. Das übernehme ich jetzt einfach mal. Würde auch zweimal treffen. Da ich einen Brustpanzer habe, darf ich mit zwei würfeln und würde es natürlich leider nicht schaffen. Kassiere leider auch zwei Treffer. So. Was macht ihr denn? Und wir sind, beginnen von vorne. Marginos darf als erstes wieder gucken, wie weit er sich bewegt. Vier Felder. Vier Felder gehen. Und er greift aber, kann ich auch sozusagen über euch drüber hinweg. Dann werfe ich wieder einen Zauber. Du kriegst einen Käse. Oder beziehungsweise zwei Käse, du kriegst sogar zwei Käse. Ja? Und erzielst einen Treffer. Jenny, magst du mal verteidigen für die Ratte? Kann nicht verteidigen. Die Ratte ist ausgeschaltet. Die alte Maus aus dem Hintergrund sollte öfter angreifen. Mhm. Du darfst dich aber noch bewegen, wenn du möchtest. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Dann wäre Finger, also ich jetzt dran. Ich darf mich vier Felder weit bewegen, aber ich nutze es erstmal nicht, sondern ich würde auf die Ratte einschlagen. Würde einmal treffen. Wer mag für die Ratte verteidigen? Bist du mal, Mari. Hat verteidigt. Hat verteidigt, verdammt. Gut, dann ist Colin dran. Ist Colin dran, weil ich bewege mich nicht weg. Ich drehe mich einmal nur um. Ich möchte schließlich auch den Gegner sehen und nicht im Rücken haben. Und würde einen Treffer machen, aber zwei Käse dafür bekommen. Oh. Soll ich nochmal verteidigen? Ja, gerne. Hat nicht verteidigt. Dann ist die Ratte weg. Na bitte. So. Da ich jetzt angegriffen habe, aber mich noch nicht bewegt habe, darf ich den Raum noch einmal durchsuchen. Richtig? Nein, dein Angriff war ja deine Aktion. Stimmt, bewegen und Angriff. Das heißt, wir sind einmal mit der Runde durch. Es sind keine Gegner mehr auf dem Feld. Also wird automatisch ein Käserad hier auf die Uhr generieren. Jetzt wäre die neue Runde. Jetzt könnte Marginos als erstes erkunden. Gut, das ist kostenlos. Mairi, dreht bitte um. Und wir... fallen in die Kanalisation. Wir landen im Wasser. So, hier ist es wichtig, wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich aus dem Wasser rauskommen. Das heißt, auf die Uferseite, denn da geht's weiter. Wenn wir auf ein Uferfeld kommen, müssen wir würfeln. Wenn wir einen Stern haben, schaffen wir es hoch. Sollten da schon Mäuse stehen, die sich hochgezogen haben, können Sie uns unterstützen, indem wir für jede Maus einen zusätzlichen Würfel benutzen dürfen. Wir können allerdings auch hier suchen und den Angelhaken bekommen. Damit können wir uns leichter hochziehen. Aber als erstes kommen jetzt natürlich... Ich darf mich doch noch bewegen. Hm? Ich darf mich noch bewegen, ne? Nein, nein. Es beginnt jetzt die neue Runde, okay. Neues. So, wir befinden, jetzt wird nämlich die erste Begegnungskarte aufgezogen. Wir befinden uns auf Seite 1. Das heißt, vier gierige Kakerlaken tauchen auf. Bäh. Und damit... Ich finde, tatsächlich ist das sehr übertrieben. Ich finde Kakerlaken überhaupt nicht schön. Damit durch die Kakerlaken wird halt jetzt auch die Initiativphase neu bestimmt. Sehen eigentlich auch aus wie Zikaden hier, so ein bisschen hier. Habe ich sie nicht eklig genug bemalt? Diesmal beginnt Colin, dann kommt kein Finger, Käse. Marginos und die Kakerlaken kommen. Ja, dann Colin, Amte deines Waldes. Also. Da ist, das Interessante ist, dass es gierige Kakerlaken sind. Die ziehen euch keine Lebenspunkte ab, sondern erstmal Käse. Und bei den gierigen Kakerlaken ist es so, der Käse geht nicht weg, sondern kommt hier aufs Rad. So. Und dann. Wollt ihr, dass ich suche oder soll ich erstmal versuchen, an Land zu kommen? Versuch's doch mal. Ja. Dann. Ich. Sternchen. Schaffst du sogar. Gut.
War das nicht suchen? Was? Angelhaken? Achso, du wolltest erst suchen? Mhm. Ja, dann, da das eine Sonder... Da kann ich zwar da jetzt nicht raus, aber wir haben einen Angelhaken, dass genau. Die nächste Maus leichter aus dem genau. Das erleichtert den Aufstieg, das heißt, wir müssen gar nicht würfeln. Gut, aber du wirst leider ein Feld abgetrieben, da Strömung ist. Ich darf mich sogar 6 Felder bewegen. Dann 1, 2, 3. Ich gehe dahin, dann kann ich dir beim Hochziehen helfen, weil du dürftest jetzt, du müsstest nicht zurückkommen, sondern du kannst sogar gar nicht gegen die Strömung, sondern ich kann dir jetzt helfen. Und jetzt kommt Marginos. Der darf sich 5 Felder weit bewegen. Der kommt auch hier hin. Ah, sehr gut. Und jetzt kann er noch angreifen, ne? Jetzt könntest du noch angreifen. Dann will ich die Kakerlake schießen. Mhm. Und mach einen Treffer. Machst du auch. Sehr gut. Wundervoll. So, jetzt sind die Kakerlaken dran. Die bewegen sich 3 Felder auf die Helden zu. Nein. 1, 2. 1, 2, 3. Die werden nicht vom Sohn. 2, 3. Nein. So, die Kakerlake greift mich an. Mag jemand den Angriff machen mit 2 Würfeln? Kein Treffen aber nicht. Sehr gut. Kommt aber mit ihren Ekeln. Ja. So, jetzt ist Colin dran, der natürlich erstmal rauskommen muss. Das heißt, ich darf jetzt 2 Würfel? 3 Würfel. Einer so und 2 als wir als Unterstützung. Du hast keinen einzigen Stern. Ich habe keinen einzigen Stern. Dann wirst du ein Feld weitergetrieben. Dann kannst du. Kann er die Kakerlake noch hauen, oder? Nee. Auf dem Wasserfeld ist der Zug beendet. Wenn ich übrigens hier hinaus schwimme, bin ich erstmal eine Weile weg. Das wird dann wahrscheinlich dauern, bis ich wieder zu euch zurückkehre. Hoffe mal, es besser wird. Dann würde ich halt was anderes machen. Um dir die Chance zu erleichtern, gehe ich weiter. Danke, Finger. Ich bewege mich auch hinterher und greife dann noch diese Kakerlake an. Ich treffe mich, aber ich kriege Käse. Du kriegst 2 Käse. Gut. Käse. So, dann sind die Kakerlaken dran. Die bleibt. Halt, dann dürfen wir mal. Sie dürfen sich ein Feld bewegen. Die Kakerlake ist eigentlich egal. Weil eine greift so oder so dich an, eine mich. Ich mach mal den Angriff. Sie würde einmal treffen. Du kannst aber verteidigen. So, und jetzt greift die Kakerlake mich an. Wer möchte für die Kakerlake? Trifft. Und der Gegner bekommt Käse. Ich komme nur über das mit dem Käse einfach nicht hinweg. So, jetzt Tina. Ich kann mich aber verteidigen. Gut. Neue Runde. Colin darf wieder 3 würfeln. Komm, jetzt auch. 3 Würfel würfeln. Ja. Und kommt auch wunderbar raus. So. Jetzt. Kaum ist im Wasser. Ja. Bretze dich doch gleich mal nach. Bekommt 2 Käse, mach aber keinen Schaden. Entsteht der Käse magisch so? Ja. Anscheinend. Dann Finger. Ja, ich würde auch versuchen, die Kakerlake vor uns zu treffen. Ich treffe aber nicht. Oh je. Ja, dann Marginos, walte deines Amtes. Ich darf 2 Schritte weit gehen. Und krieg Käse. Kriegst 2 Käse. Ich kann eine Stufe aufsteigen. Du könntest jetzt eine Stufe aufsteigen. Steige ich meine Stufe auf. Ja, dann gibst du den Käse ab und suchst dir jetzt eine Fähigkeit aus... Und würde es treffen? Nee. Ah, okay. Ich kann nämlich nur auf demselben Feld wie ich auch Nahkampf machen. Ah, okay. Ja, dann... Ich glaube, ich nehme die Heilfähigkeit, Erste Hilfe. Eine Kakerlake kommt aufs Feld und die anderen bleiben. So. Ja, eine Kakerlake greift wieder dich an. Würde einmal treffen.
trifft auch. Dann, da es eine gierige ist. Aber zumindest bin ich noch da. Und die zweite Kakerlake greift mich an. Wer möchte? Ich bin hier die Kakerlake. Trifft einmal. Trifft auch tatsächlich. Aber sie klaut mir nur Käse. So, ja. Agenus ist dran. Die Kakerlaken waren alle dran. Nee, neue Runde. Colin fängt an. Du hast gesteigert, das war deine Aktion. Ach so. Und die Kakerlaken waren dran, haben gekämpft, sind gezogen. Und damit ist gut. Colin wieder an der Reihe. Der Colin nutzt jetzt mal seine Sonderfähigkeit, die Inspiration. Ich gebe 2 Käse aus. Mhm. Und bis zum Ende meiner nächsten Runde darf jede Maus eine weitere Aktion ausführen, wenn sie einen Käse ausgibt. Wir haben keine Käse mehr. Ihr werdet noch Käse bekommen. Achso. Ihr werdet Käse gut. Kriegen. Das war deine Käse Aktion. Ja, möchtest du die noch bewegen oder? Nein, ich möchte die nicht bewegen. Gut. Ich möchte die einfach nur hier niedergestreckt sehen. Bevor sie Käse klar. Also hier, ich habe schon 2. Ich mache einen Schaden. Du gibst jetzt noch einen Käse aus für eine weitere Aktion. Würde ich danach machen, ja. So, und du machst einen. Ich dachte, die Inspiration war deine Aktion. Ja, richtig. Ich habe. Du hast 2 Käse ausgegeben. Nein, du kannst die Fähigkeit vor dem Zug dieser Maus einsetzen. Ja. Genau. Das ist keine Aktion. Ah, na dann passt ja. Du mich total verwirrt. Nee, dann passt ja. Und du machst einen Schaden. Die Kakerlake verteidigt jetzt erstmal, was er aber nicht tut. So, weg mit ihr. Und ja, jetzt könnte ich auch noch einen Käse ausgeben und würde dann nochmal angreifen. Und zwar die andere Kakerlake. Die du mit 2 Schaden. Gut, kriegst deinen Käse wieder zurück. Ein Käse zurück. Das kann sie nicht. Es ist nur wichtig zu würfeln. Jetzt kriegen die Kakerlaken nämlich. Das Käserad ist voll. Es wandert zur zweiten Seite. Und es kommen 2 Ratten an Verstärkung. Die Ratten werden hier unten angelegt. Genau, und halt, man kann nur eine Aktion halt weitermachen mit meiner Inspiration, die ich jetzt hatte. Ja, die andere würde zu uns aufs Feld. Was? Kommen. Wo kommt die denn her? Finger, stich sie an. So, damit ist jetzt Finger dran, der natürlich versucht, die Ratte anzugreifen und würde auch 2-mal treffen. Und die verteidigt nicht, kriegt aber einen Käse. Ja. Das heißt, sie wäre eigentlich jetzt schön. Hat aber das Gute an Finger ist, er hat die Sonderfähigkeit Stibitzen. Wenn ich einen Gegner besiege, erhalte ich einen Käse. Wenn es eine Ratte war, darf ich sie vom Käserad nehmen. Was für uns gut ist, weil dann tritt das nächste Ereignis. Jetzt könntest du? Jetzt könnte ich nochmal eine Aktion machen. Beziehungsweise ich könnte mich jetzt erst bewegen. 1, 2, 3. Und würde jetzt meine Aktion ausgeben, um auch die Kakerlake noch anzugreifen. Würde einmal treffen, sie verteidigt mit einem Würfel, kann nicht verteidigen, ist weg. Und ich krieg einen Käse wieder, weil ich den Gegner besiegt habe. Gut, dann ist jetzt Marginos dran. Oh, pst. Einmal ein Treffer. Ein Treffer. Tatsächlich ein Treffer. Die Ratte ist weg. Jetzt kann ich mich bewegen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. So, somit 1, 2, 3, 4 und kommen wir. Im Hintergrund zucken die echten Ratten. So. Die kommen weg. Dann schauen wir mal, was die Begegnung ist. Wir sind auf Seite 2. 5 gierige Kakerlaken kommen. Beziehungsweise Magnus muss da bei uns wieder aufs Feld. Ja. Weil er ja sozusagen den nächsten Abschnitt. Magst du die Kakerlaken mal verteilen? Und ich würde die Initiative neu auslegen. Was bedeuten denn die Felder mit dem roten Kreuz drauf? In besonderen Fällen erscheinen Ratten oder Mausefallen als Gegner oder Verstärkung. Und die werden dann auf das X-markierte Feld gesetzt. Colin ist der Erste, dann kommt Marginos, die Kakerlaken sind an der Reihe und zuletzt kommt der gute Finger. Aber hier kommen wir wieder zu einer kleinen Vorleseaktion. Rex kratzte sie am Kinn und betrachtete das düstere Tunnelsystem, das sie gerade betreten hatten.
Ich schätze, die Tunnel sind das Handwerk von Mäusen. Vor wer weiß, wie viele Jahrhunderten gegraben. Da hörten die Gefährten in der Ferne eine vertraute Stimme rufen und schreien. Das ist die Köchin Bertha, rief Prinz Colin. Wir müssen in der Nähe der Küche sein, bemerkte Tilda. Es klingt, als sei die Arme in Not. Wir müssen sie schleunigst finden. Auf dem Spielplan hätten wir die Möglichkeit, hier hinauf in die Küche zu klettern, um Köchin Bertha zu retten. Genau, um zu gucken, was da vor sich geht. Wir können es allerdings auch ignorieren und schnurstracks versuchen, das Problem zu lösen. Was wird es in einer Küche auch geben? Käse. Ja. Colin ist dran. Da die ja tritt auf die Kakerlake. Ja. Drei Treffer. Ja, das kann sie nicht. Dem kann sie nichts entgegensetzen. Möchtest du noch schnell? Ups. Schon geschwächt hier. Zack. Ja, wichtig ist, dass wir erstmal die Gegner umhauen, weil vorher können wir nicht erkunden. Ja. So, ich kann 4 Felder weit gehen. 1, 2, 3, 4. Ja. Obwohl, es reicht ja hier. Von hier aus kann ich die sehen. Und dann schieße ich auf diesen Kakerlaken. Ein Treffer. Nee, kann die Kakerlake. So, jetzt sind die Kakerlaken dran. Die bewegen sich 3 Felder weit. Also bei Colin kommen sie aufs Feld. Also 1, 2, 3. Ja! So, ja, dann ist es relativ simpel. Also da kommen sie zu dir aufs Feld. 2 Kakerlaken greifen dich an. Das waren jetzt normale, ja? Nein, das sind auch gierige Kakerlaken. Es würden dich 2-mal treffen. Also die erste würde dich 2-mal treffen. Einmal. Genau. Die zweite würde dich auch 2-mal treffen. Poh, sind die kampflustig. Gut, dass ich vorher ein bisschen Käse gehortet habe. Was passiert, wenn man keinen Käse hat? Dann, so geht, dann geht's auf Lebenspunkte. Nein. So, dann greifen die Kakerlaken jetzt Maginus an. Die erste würde 2 Treffer erzielen. Ich habe nur einen Verteidigungswürfel, der nichts bringt. Ein Treffer und ein Käse. Nicht verteidigt, aber ein Käse gewonnen. Wird dann direkt wieder abgezogen? Den kannst du jetzt direkt wieder abgeben. Immerhin bin ich nicht gefangen. Mich würden die Kakerlaken gefangen? Ja. Sie sind alle miteinander verbunden. Sie würden dich wegschlippen, vermute ich. So. Es ist unwürdig. 1, 2, 3. So, und ich versuche natürlich eine Kakerlake anzugreifen. Einmal treffen und ein Käse. Und sie verteidigt nicht, aber es gibt einen weiteren Käse und damit haben wir ein Rad voll. Oh, ja. Genau, das 6. Käserad. Wir sind auf Seite 2, beziehungsweise es wandert weiter. So, als Verstärkung kommt die Spinne ins Spiel. Na toll. Die Spinne hat 3 Lebenspunkte und alle Treffer, die sie verursacht, sind giftig. Angerichteter Giftschaden kann nicht regeneriert werden mit der Aktion erholen. Gut. Die Spinne ist erschienen, dann ist jetzt Colin erstmal dran. Ich bewege mich erstmal nicht weg und greife die beiden wieder an. Mache 2 Treffer. Das kann die Kakerlake nicht. So, Maginus. Ich schieße den mal auf einen, der hier direkt vor mir steht. Kein Treffer. Da bewege ich mich noch und ziehe mich zurück. Panik. Gut, dann sind die Kakerlaken dran. Die erste greift dich an. Trifft aber nicht, dann dürfen 2 mich angreifen. Ein Treffer. Kann ich verteidigen und ich kriege einen Käse. Und die 2 Treffer. 2 Treffer. Oh, das wird schwer. Kann ich nicht verteidigen. Ich bin gefangen genommen. Hast du nicht Käse? Ach so, stimmt. Ha! Das
war ja Kakerlaken. Die Kleinigkeit, die man immer sehr gerne bei den Tieren. Ich jetzt. Stimmt, die nehmen ja erstmal. Dann bin ich natürlich nicht gefangen. Ich nehme alles zurück. So, dann hole ich den Gegenschlag aus. Ich würde einen Treffer bei einer Kakerlake erzielen. Oder eher so. Beziehungsweise. So. Gut, dann wäre jetzt noch die Spinne dran. Und die bewegt sich 3 Felder weit. 1, 2, 3. Und würde mich angreifen mit 2 Würfeln. Trifft nicht. Aber so. Ja. So. Das ist das einzige Spiel, bei dem man sagt, kein Treffer, aber Käse. Ja. Ich denke. Ich glaube, wir haben einen relativ guten Überblick geboten, wie es funktioniert jetzt. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, wie oft gibt es jetzt in der weiteren Geschichte auch irgendwie so Sondersachen? Also wie viele verschiedene Felder gibt es überhaupt, mit denen man irgendwie dann rumspielen kann und zum Beispiel Angelhaken suchen oder was gibt es denn da noch? Also es gibt ganz viele Marker da liegen. Es gibt zum Beispiel, man kann in der Küche eine Gabel finden und Pflaumen. Damit kann man dann ein Pflaumenkatapult und damit auf Entfernung Ratten abschießen. Oder man kann im Zuge der Abenteuerkampagne die Katzenminze bekommen und damit den Hauskater Brody milde stimmen und ihn für seine Zwecke einspannen. Es gibt auf jedem Spielplan quasi einmal die Unterwelt und einmal, was sich drüber befindet. Und man kann hin und her wechseln. Und man kann hin und her wechseln, genau. Wenn wir jetzt in die Küche gegangen wären, hätten wir von der Köchin Bertha einen Kuchenmarker, also das Bertha-Symbol ist ein Kuchen, bekommen. Und die hätte uns dann in einem späteren Abenteuer beigestanden. Dann hätten wir sie quasi als zum Freund, da wir sie von den Kakerlaken, die Küche heimgesucht haben, befreit haben. Ja, also gekreischt wegen der Kakerlake. Genau, wegen einer Horde Kakerlake, die wir hätten bekämpfen müssen. Und dann hätten wir Berthas Herz gewonnen und sie wäre auf unserer Seite gewesen. Ja, ansonsten können sich halt durch Käseräder quasi zusätzliche Fähigkeiten dazu gesellen. Oder was wir jetzt gar nicht gemacht haben, wir können suchen. Und dann eben Ausrüstung finden, die unsere Rüstungswert... Fingerhuthelm. Ein Fingerhuthelm oder, was haben wir hier? Eine Katzenbeschwörung. Damit können wir Brody quasi zu uns rufen, der uns im Kampf unterstützt. Oder ein Speer, der den Nahkampf verstärkt. Ja. Später im Laufe des Spiels kriegt Marginus auch seinen Begleiter. Im realen Leben als Mensch war es ein kleiner Drache, der ihn begleitet hat. Und auch der Drache hat sich verwandelt, und zwar in einen Marienkäfer. Und der heißt Miep. Und auch der kann eingesetzt werden, um quasi Gegner zu verwirren. Ja. Ja. Also, und es kommt halt einfach dieser unglaubliche Niedlichkeitsbonus dazu. Ja. Und es spielt sich einfach sehr schön schnell. Klacker, ja. Klacker, klacker, fertig, Runde durch nochmal. Also, ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr. Nee, also ich bin auch ein großer Fan davon. Zum einen durch den Niedlichkeitsfaktor. Dann finde ich den erzählerischen Aspekt ziemlich putzig, dass man eben eine Geschichte nacherzählt, die geht über mehrere Kapitel. Also da ist 11., 12. Kapitel, also da hat man einiges zu spielen. Und also man spielt quasi die Geschichte nach und es kommen ja neue Bücher dazu. Es wird erweitert, genau. Gut. Möchtest du noch was dazu sagen? Ich möchte nur sagen, total niedlich, knuffig und sehr liebevoll im Detail, was auf jeden Fall die Geschichten und natürlich die Gestaltung betrifft. Miep sitzt auch schon auf der Schulter. Genau, richtig. Ich habe einen Marienkäfer auf meinem Ärmel. Ja, wir spielen das jetzt noch heute, aber das machen wir ohne zuschauende Kamera. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir können es nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal.